tut mir super leid für Babsi, aber ich kann einfach nicht mehr. Diese Entscheidung wird akzeptiert. Bei Tim liegen die Nerven blank und er möchte das Camp noch vor der Challenge verlassen. Wie reagiert Maria? Die Entscheidung, dass ich gehen möchte, ist final. Ja, ich muss mich ja irgendwo ihm anschließen, weil ich kann ja schlecht alleine hier bleiben. Ich toleriere das und fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen, was soll ich anderes machen? Danke, Babsi. Was ist denn jetzt los? Geht ihr jetzt doch? Ja, na klar. Oder was? Wir packen jetzt. Hä? Wir packen jetzt. Na wie? Ja. Was heißt das? Ja, dass wir jetzt gehen. Keine Exit-Challenge. Nein. Mann, das tut mir so leid, ey. Dass ich wenigstens die Chance gehabt hätte zu kämpfen, weißt du? Ich glaube, du hättest das auch gut gerockt. Ich find's schade, weil... Ja, gerade auch für Maria, ne? Weil die lässt sich von so zwei Spinatwachteln nicht auf der Nase rumtanzen. Ja. Und die hätte sicherlich nicht die Flinte ins Korn geworfen. Ich habe euch richtig ins Herz geschlossen. Danke für die Erfahrung, Leute. Sehen die das? Sieht man ja jetzt schon, wenn man nicht mal Schiss sagt, was das für ein Benehmen ist. Für mich gehört es zum guten Ton, egal was da vorgefallen ist, zumindest Hallo und Tschüss zu sagen. Ich glaube, wenn du im Duden nach dem Wort Respektlosigkeit und Anstandslosigkeit im Duden diese drei Wörter nachschlägst, sind die Gesichter von Valentina und Christine dahinter zu sehen. Ach, Babsi, trotzdem auch danke für die Erfahrung, dass du die mit mir geteilt hast. Ach ja,